Moin Moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir endlich auch die Demo, denn sie ist endlich auch für die Xbox rausgekommen. Wie gesagt, ist es sogar eine andere Demo, nicht die gleiche wie auf der PlayStation 5. Ja, für alle, die Resident Evil nicht kennen, ich als Kind der frühen 90er würde fast schon sagen, Resident Evil 1 und 2 und 3 habe ich wirklich geliebt. Den vierten Teil fand ich okay, dann kam weniger Gutes, der siebte Teil ging in eine andere Richtung, war meines Erachtens okay, hat für mich nicht so viel mit Resident Evil zu tun gehabt, aber trotzdem okay. Und ja, wie gesagt, der achte Teil jetzt hier draußen, schauen wir uns den ganzen Kram mal an. Es gibt anscheinend zwei Demos, einmal den Abschnitt fürs Dorf und einmal den Abschnitt fürs Schloss. Also wir können beide spielen, aber wir haben insgesamt, glaube ich, nur eine Stunde Zeit. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob es für jede Demo eine Stunde ist oder beide zusammen, das müssen wir rausfinden. Wir starten aber einfach mal. Wir fangen mit dem Dorf an. Oh, Veteran. Nee, wir machen Standard. Ich bin gespannt. Hinweis zu dieser Demo. Die Spielzeit ist 60 Minuten begrenzt. Das Spiel ist nur online möglich. Die Demo verfügt über keine Speicher- und Ladefunktion. Okay. Nachdem seine Tochter Rose entführt wurde, findet Ethan sich in einem seltsamen Dorf wieder. Er irrt eine Weile umher, bis er einer alten Frau begegnet. Na. Im Leben wie im Tod preisen wir. Hallo? Es ist gefährlich. Hier draußen. Was zum... Hey, hören Sie mich? Ja, Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Freundliches Gesicht. Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Als das Schloss. Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein. Halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? Okay. Gehen wir nochmal. LS ist gehen, ne? Das haben wir mitgekriegt, okay. Was ist das denn hier? Wohnt die gute Frau hier? Ach, ein Kreis mit Kerzen. Bedeutet nie was Gutes. Chemikalie. Material für die Herstellung von Objekten finden Sie Y... Was? Gucken wir mal rein. Was wollen wir da machen? Oh, wir haben auf jeden Fall eine Waffe. Messer, ein abgenutztes Messer. Okay. Ausrüstung. Aha. Okay, das Messer erstmal. Abwehrhaltung. Okay. Ist nicht so viel zu sehen. Fenster kann ich auch nicht aufmachen. Also, es ist ein bisschen langsam, das hin und her. Kann man das irgendwie einstellen, dass man... Vielleicht die Kontrolleinstellungen ein bisschen schneller sind? Nee, das nicht, sondern allgemeine Optionen. Steuerung da vielleicht. Geht das vielleicht hier drüben? Warte mal. Nee. Wir wollen schon eine Vibration haben. Aber ich wollte gucken, ob man vielleicht mit der Kamera irgendwas einstellen kann, was schneller ist. Nee, nicht invertieren. Kamerageschwindigkeit. Klick, klick, klick. Mal auf 8 gehen. Kamerabeschleunigung. Die beschleunigte Kamera anpassen. Stark. Okay, wir testen mal kurz. Ah, es ist auch schon ein bisschen besser. Okay. Gut, also mehr ist hier, glaube ich, nicht. Sind das Kräuter hier? Nee, ne? Ich nicht mitnehmen. Okay. Chemikalien haben, dann gehen wir wieder raus. Ah, okay, jetzt wird mir auch ein bisschen schlecht beim Drehen, muss ich zugeben. Machen wir doch ein bisschen weniger vielleicht. So. Gut. Da haben wir nichts gefunden. Rein grafisch sieht es schon ganz cool aus, muss ich sagen. Aber ich kann ja noch mal ganz kurz gucken bei den Optionen, ob wir da irgendwas... Ach, Raytracing hätten wir anmachen können.
Das können wir nur über das Hauptmenü machen. Oh, das müssen wir bei der nächsten Demo auf jeden Fall mal anschalten, würde ich behaupten. Speichern kann man nicht, ne? Naja, das müssen wir beim nächsten Mal machen auf jeden Fall. Oder sollen wir noch kurz zurückgehen? Ich gehe mal kurz zurück. Warte mal. Ja. Okay, wir lassen das mal an. Weil wenn wir das schon haben, dann wollen wir es auch direkt machen, ne? So. Ja, ich weiß. 60 Minuten. Da haben wir natürlich schon 4 Minuten verbraucht, was natürlich sehr ärgerlich ist. Ich hoffe, dass ich auch 60 Minuten beim anderen noch nutzen kann. Ich im weiß nicht Leben kann. Wie im das überspringen Tod wir kurz. Reisen wir. Hallo? Überspringen. Yes. Rose ist hier? Ja. Okay. Wir gehen nochmal hier ins Haus rein. Mal laufen können wir auch. Wir holen uns mal schnell die Chemikalie. Wir wissen ja, was sie da ist. So, mehr war hier auch nicht. Dann gehen wir wieder raus. Dann haben wir auch gar nicht so viel Zeit verloren. Weiß gar nicht, ob man so viel Unterschied jetzt sieht. Aber es kann uns egal sein. Wenn, dann wollen wir es schon ein bisschen schöner haben. So. Also, hier geht's auch hoch. Sollen wir da hochgehen kurz? Die ist wahrscheinlich verschlossen. Auf der anderen Seite verschlossen. Okay. Von der anderen Seite verschlossen. Der Zugang ist zu, sehe ich jetzt schon. Kann ich die Waffe rausholen? Oder untersuchen. Irgendwas fehlt. Hm. Okay. Wollen wir mal reingehen? Kommen wir nicht rein. Okay. Kann ich das Seil abschneiden hier? Ja, wir brauchen eine Winde, brauchen wir, ne? Auch nicht. Okay, laufen zeigt uns an. Wir opfern diesen Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, den möge der Zorn der Mutter Miranda ereilen. Okay. Karte aufrufen. Okay, unsere Karte zeigt auch einiges an. Die Ziege sieht aber auch abgefahren aus. So. Was ist das denn? Na klar, fehlt da was. Fehlt doch von hier. Haben wir nichts. Haben ja nichts. Heute! Yes! So, wir können uns zumindest zwischendurch mal wieder heilen, falls uns irgendwas angreifen sollte. Oh, da ploppte gerade hinten was auf. Wer hat es gesehen? Das Dach oder so? Natürlich schlecht. Okay, hier können wir reingehen. Gehen wir mal hier rein. Vorne rein. Yes. Eine liebe Waffe zur Hand. Jungfernfragment. Oh, das sieht aus wie etwas, was da vorne reingehört. Okay, vielleicht finden wir das andere Teil auch gleichzeitig noch. Was ist das? Sollte Unglück über das Dorf hereinbrechen, finde die 2 Reliefragmente. Eines in der Kirche und eines in Lucias Haus. Okay, eins haben wir gerade gefunden. Okay, Lucias Haus war weiter unten. Dann können wir mal hingucken. Okay, jetzt mal einmal durch die Kirche gelaufen. Irgendwas anderes ist hier nicht, ne? Was noch? Da. Okay, hier fehlt auch was. Okay, das sind wahrscheinlich. Können wir dann beide Sachen benutzen dafür? Dann müssen wir mal gucken, ob wir. Oben was finden? Natürlich nicht. Das passt ja nur unten rein. Okay, dann müssen wir mal zum Haus gehen von diesem, von Lucia, oder Luisa, Luizas Haus war das, ne? Okay, von da, von. Das ist ein anderer Ausgang hier, okay. Die sind voll Mehl.
Die nehmen wir gerne mit. Welche Patronen noch? Perfekt. Eine Mine. Wie geil ist das denn? Die Frage, ob die Schrotflinte gleich verballern wollen. Eingänge können beschränkt blockiert werden. Okay, vielleicht gar nicht so schlecht, weil draußen irgendwas rumläuft. Aber welche drin gefangen ist, natürlich auch nicht so cool, ne? Und hoch irgendwo? Ne. Können wir aufmachen? Da war doch was. Okay, zielen Angriff. Hab nicht gesehen, von wo das kam. Schießcode, okay. Ja, diese komischen Geräusche gefallen mir gar nicht. Ja. Ich sehe leider nichts. Das ist ein Problem. Nehmen wir noch Häuser, kommen wir noch da rein? Kann ich hier rüber hüpfen? Okay, rostige Reste. Blindenmunition. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Können wir gleich mal nachladen hier. So. Mehr ist hier nicht, ne? Ja, müssen ein bisschen mutig sein. Müssen wir mal reingehen, glaube ich. Eieieiei, das ist auch sein Schädel, oder wie ich gehört. Kristalliner Schädel. Kristalliner Schädel. Noch einer? Das sieht ein bisschen schlecht. Alter. Nein, raus hier. Das war doch ein Schädel jetzt. Nein! Mann! Alter Schwede.
blöd. Und ich sau viel verballert hier. Also wie viel habe ich denn bitte an die verballert gerade? Na gut, aber irgendwie müssen wir uns ein bisschen heilen, glaube ich. Ja. Wie viele sind denn hier? Mist. Vater, da ist jemand. In die Fresse. Oh. Mit dir! Okay, Messer. Oh. Ah, komm schon! Okay, das war's. Das war die Dolle. Haben wir noch irgendwas, das wir benutzen können? Ich habe doch so Kräuter eingesammelt. Wo sind die denn? Okay, haben wir mal was hergestellt? Halt! Müssen wir nochmal nehmen. Ah. Okay, das ist ein bisschen dumm von mir gewesen. Oh, ein Scheiß, Alter. Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey, was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Ah, Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Okay. Schutzsuche in Luisas Haus. Sehr gut. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Ich habe echt nur noch ein Messer, ne? Das muss ich mal vorstellen. Ich renne hier rum mit einem scheiß Messer. Na gut, geht ja nicht anders. Ah, sehr gut. Irgendwas fehlt. Wird immer diese blöde Kordel, da wollte ich gerade sagen. Okay, also richtig viel kann ich hier wahrscheinlich nicht machen. Wir müssen wahrscheinlich wieder rausgehen. Oder kann ich hier rüber? Okay, warte. Schießpulver. Kann ich irgendwas aus dem Schießpulver bauen? Wäre natürlich auch nicht schlecht. Pistolenmunition. Brauchen wir aber rostige Reste, brauchen wir... Zweimal haben wir nicht. Gut. Ah, guck mal. Ach so. Ich wollte sagen, wir finden was, weil das ist einfach das Teil, was wir schon haben. Erstmal die beiden reinlassen. Ach so, stimmt, wir müssen hier die Tür aufmachen. Hallo? Ja? Jetzt. Kommt, alles gut. Los, schnell! Wurde aber auch Zeit. Und danke, hätte auch gereicht.
Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Alles gut. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei still! Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Mein Freund! Hau ab! Vater! Um Himmels Willen, lass uns rein! Nein! Sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich! Mein Vater stirbt hier draußen! Ist nicht mein Problem! Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Ja, traut uns nicht. Wenn Elena dir vertraut... Dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Warte hier. Ich sehe nach den anderen. Was ist das? Hier lang. Abbrechen. Können wir einsammeln hier? Nö. Hier hat jemand das andere Fragment, was wir brauchen. Komm rein, die anderen warten. Die anderen? Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte! Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan, setz dich. Alles war das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann! Stopf dir das Maul, Roxana! Das reicht. Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sag mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und... Wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein, nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir für ihn. Für uns alle. Ja. Kommt. Kommt her. Och, mein Gott. Gläubige. Allmächtige, hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht, er will nicht so gerne beten. Erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben, wie im Tod,
preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut, der Tee ist fertig. Oh, Gott sei Dank, komm, das Tee. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Vater! Elena, nein! Nein, lass mich los! Nein! Wir müssen weg! Wir müssen weg! Oh. Geh weg von mir, du alter Sack. Lass ihn los! Wow! Elena? Los, schieß ihn weg, den Spaß. Ich sagte aufhören! Oh Gott. Es tut mir leid, Vater. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Er hat einfach mal alle drin niedergemetzelt. Elena! Elena, nicht! Du kannst nichts tun! Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen! Wie schrumpelt er mit? Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden! Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide. Okay, dann müssen wir rumgucken hier. Ja, müssen wir hier raus. Zum Haus entkommen, aber kann ich auch noch irgendwas einsammeln hier? Wo ich einfach wegrenne und irgendwas vergesse? Anscheinend nicht, ne? Echt, hier liegt nichts rum, was ich mitnehmen kann, irgendwie Schrott oder so, wo ich was basteln kann. MacGyver-Style, doch hier. Wow, eine leere Schublade. Oh mein Gott. Das hat was genützt. Da ist nichts. Auch nicht. Muss ich jetzt in der Küche finden? Ah, hier sind ein paar Schränke. Nix. Mein Gott, was ist denn das für eine arme Frau gewesen hier? Was ist das? 500 Lei. Ja, das ist wahrscheinlich das Geld, deren Währung. Falls nötig, nimm dir den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Okay. Autoschlüssel. Okay. Ja? Und wie komme ich da wieder raus? Ach so, ich soll das Ding rausholen, ne? Warte, da. Aha, Schraubenzieher. Gut, einen Autoschlüssel hätten wir auch gut gebrauchen können. Vielleicht hätte man irgendwo hinfahren können. Mal weg hier. Ios. Mal nachladen, bitte. Sicher ist sicher. Mehr gibt's hier aber nicht, ne? Tatsächlich nicht, ey. Dann bin ich schon arg wenig, was wir hier jetzt bekommen, aber. Mist, das Feuer breitet sich aus. Na, da war ein Pferd vielleicht noch. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Na, wo sind die Kletter? Gas geben. Und zurück. Nochmal. Ethan,
Gut, ich versuch's nochmal. Das Feuer! Wir haben keine Zeit! Oh. Dann eben nach oben. Na klar, nach oben. Wenn das Feuer unten ist, geht man nach oben. Das ist das Sicherste. Komm hoch. Schnell. Jetzt breitet sich hier nicht nach oben aus. Ne? Schnell weiter. Ja, los. Junges Fräulein. Durchhalten. Auf den Weg. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Nett von dir. Hoffentlich geht's deiner Familie gut. Ja, hoffentlich. Wenn wir heraus... Oh, oh. Komm, es hält. Es hält. Wird gerade ein Loch reingetreten. Guter Mann. Ah, das ist ein Fenster. Da. Da können wir vielleicht aus dem Fenster springen. So kommen wir hier raus. Stimmt. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh. Elena, nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena. Oh. Er hat mich erkannt. Vater! Du bringst dich noch um. Nicht bewegen. Los, nimm meine Hand. Oh, oh. Geh, Ethan. Rette deine Tochter. Elena, du schaffst das. Nimm meine Hand. Scheiße, nein. Jo, ich würde sagen, sie ist verbrannt. Wieso müssen alle sterben? Weil es Resident Evil ist. Das ist einfach nicht fair. Nicht fair für dich, das stimmt. Okay. So, und jetzt hier rüber. Ich verstehe es nicht. Ich wundere mich noch, ob hier irgendwas ist, aber es ist anscheinend nicht mehr hier. Ach, guck mal, jetzt Balkon. Ja, du kannst nichts mehr für sie tun. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Fuck! Na, Ethan, du hast schon viel durchgemacht, muss man sagen. Ja. Können wir Schrauben jetzt machen? Perfekt. Das Ding brauchen wir. Für das Teil da hinten. Was ballert denn da? Ich kann mitballern. Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Hey! Was ist hier denn? Wer war? Was war das? Okay, wir müssen jetzt runter. Mal kurz das Ding hier finden, wo das ist, genau. Weiß gar nicht mehr, wo das war, muss ich zugeben, aber das finden wir schon. Da ist die alte Oma wieder. Fragen wir sie doch mal kurz. Der Tod, ja. Der Tod findet sie alle. Psycho. Gut, wir gehen hier wieder raus. So, hier war das, ne? Genau. Nochmal einsetzen. Ja, richtig hindrehen. So wahrscheinlich. Oh, warte. Ach, ich hätte abschließen drücken sollen. Okay. Warte. Abschließen. Und da gehört die andere Fratze rein. So. Das ist Resident Evil Style. Okay. Das ist der Weg hoch zum Schloss? Man weiß es nicht.
nur Blut und Tod. Na dann. Okay, ihr geht in den Standard. Oh. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. Umbrella! You're whining. We're almost there. Rose, where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the fields. Kann ich nicht überspringen. Ein bisschen gemein, weil ich auch die andere Demo noch spielen will. Oh no. Who is? What the hell was that? Noch bitte. Kann das einfach überspringen? You'll draw the monsters. Tell me, what is going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. All that's left from your entire village? All that's left? There is no one left. We can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. There is no safe. Every sorry bastard out there has been ripped in half. Tomorrow we're all be dead. No, let me go! Chris? What the hell? Why? Ethan Winters. Ethan Winters, Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. Poor Ethan. Ethan Winters. Welcome. Get off of me! Stay the fuck down! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job. Okay. Jetzt vorbestellen. Ist schon vorbestellt. Mal ganz ab. Also, von daher, schön zu sehen, aber eigentlich. Vielen Dank fürs Spielen, ja, bitte. Ja. Ey, ganz ehrlich, ich hab doch noch ein bisschen Zeit, oder nicht? 26 Minuten, dann lass uns doch mal zum Schloss gehen. Nehmen wir auch gleich mit. Zack. Ethan vermutet, dass seine Tochter im Schloss sein könnte. Er betritt das unvollheile Gebäude in der Hoffnung, sie dort zu finden. Okay. Es ist warm auf jeden Fall hier. Das ist ein Schalter. Hier ist ein Glas Wein. Nimm mit. Oh, sieht prachtvoll. Oh, hier kommt das Raytracing doch gut zur Geltung, dann, oder nicht? So. Sieht ein bisschen prunkvoll aus hier, oder? Aha, ein Geheimgang. Gerade wir da mal durch. Kleine Ratten. Ah, das ist die Waffe. Haben wir eine Waffe dabei? Okay, wir haben Waffen alles noch bei. Ah, kurz hinstellen. Ring mit rostrotem Auge. Aha. Wollen wir durchgehen?
anscheinend. Ah, ist ja geil, so ein altes Schloss ist schon wieder geil. Das hat was, so ein altes Herrenhaus wieder, ne? Ah, das ist, finde ich natürlich super. Chemikalien. Wo soll ich hier rumgehen? Eine Karte? Ah, so gefällt mir das. Schießpulver. Also können wir doch auf jeden Fall was draus basteln. Haben wir schon gesehen. Ah, es fehlt noch ein bisschen was, okay. Können wir da rein? Tatsächlich können wir da rein. Oh, Essen. Ach, hier, ach, okay, hier sind wir. Hier sind wir gestartet. Nee, hier sind wir gestartet, ne? Okay, also hier haben wir nichts gefunden. Lass mal raus. Ne? Gut. Mal gucken, ob wir hier in die andere Richtung können. Da irgendwas finden. Wo haben Sie Rose hingebracht? Hier vielleicht? Ja, okay, da passen die nicht rein, okay. Aber man sieht verschiedene Fassungen. 2, 3, 4. Was ist hier? Ist gar keine Fassung? Doch, das sind 4, okay. Gut. Ist noch irgendwas? Ne. Wir gehen erstmal hier rein. So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Hat abgenommen. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen. Brauchst du irgendwas? Oh, ja. Yeah. Also das Waren. Wir haben 500 Lei. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Mit dem können wir gar nichts anfangen fast. Vielleicht ein paar Patronen? Da. Gerne. Noch etwas? Ja. Was denn? Stecher, speziell für eine Flinte, erhöht die Feuerrate beträchtlich. Ich glaube, ich nehme nochmal 2 mit. Aha. Kann immer was gebrauchen. Und soll man sicherheitshalber nochmal das auch mitnehmen? Ah, sicher. Und hier noch was mit. Warte. Aha. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. So, wir haben genug Munition. Glaube ich. Hier rumgucken. Norstein, ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts, wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebrandmarkt. Er wanderte umher, bis er sich in einem adligen Dorf niederließ. Dort schuf er 4 Kugellabyrinthe. Das haben wir schon gesehen, ist das okay. Die Labyrinthe sind ihre Gräber. Können wir da nicht verwenden, okay. Gut, lassen wir ihn mal in Ruhe da. Eigentlich sollten wir sie ein bisschen gleich mal. Zack. Man sollte sich gleich umgucken, nicht, dass auf einmal irgend so ein Typ in der Ecke steht, aber naja. Doch hier. Drin? Okay. Okay. So was zu lesen. Lieferung, erster Mann, 3 Frauen, Miranda, treffen wir Lillian. Der Duke, Geschäftsgespräch. Okay, der Duke ist ja schon da. 3 Töchter, Bella, Cassandra und Daniela. Okay.
Okay. Sehr sicherer Boden, wie man sieht. Ah, ein bisschen Kohle. Das ist doch gut. Nichts passiert. Okay, wahrscheinlich brauchen wir wieder Strom. Für irgendwas hier. Gut, dann geht er zurück. Nehmen wir hier nichts. Können wir die aufmachen? Von der anderen Seite verschlossen, okay. Kurz mal die Karte gucken. Dann gehen wir mal nach oben. Die können wir wahrscheinlich aufmachen. Okay, dann wissen wir, wo wir da hingekommen sind. Feuer, Feuer, Feuer. Die sind immer leer. Wozu haben die Leute Schränke, wenn sie nicht reinpacken, oder? Ist das eine Periodentasse? Man weiß nicht. Oder Blut rausgetrunken. Noch ein bisschen Kohle. Dann lass uns doch mal. Versuchen wir die Tür da hinten einmal. Dann kommen wir da rein oder wir können sie jemals aufschließen. Nee. Gut, dann gehen wir nochmal nach oben. Mal ein Bein finden. Haben wir Chemikalien gefunden? Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitru reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück, lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Ich lese sie alles durch, das kostet uns ja alles leider Zeit vom Spiel. Eventuell sind da natürlich interessante Dinge dabei, aber. Okay, kann man auch nicht benutzen. Bloß das Problem ist, wenn wir das jetzt alles nicht. Alles lesen, dann geht die Zeit ja bald rum. Wir wollen ja so viel wie möglich sehen. Ah, da kann man runter gucken. Tatsächlich sind alle leer. Na gut, hier ist vielleicht was drin. Freut sich bestimmt auch nicht, wenn wir die ganzen Vasen zerstören hier, oder? Gut, okay. Wir können auf jeden Fall ein Heil mitmachen, kurz mal. Das machen wir mal. Gut. Also richtig viel können wir hier nicht machen. Hier noch eine Tür. Aber das würde passen. Vom Auge her, oder? Kann aber hier nicht verwendet werden. Okay, gehen wir auf die andere Seite. Da gehen wir gleich rein. Nimm alles mit, was wir finden. Auch von der anderen Seite verschlossen. Okay. Das kann so nicht verwendet werden, okay. Scheint aber ein bisschen richtig zu sein. Gucken wir auf die Karte. Hier oben Weinzimmer und dann ist da hinten ja etwas, was wir... Silberner Flaschenständer. Gehen wir mal kurz hin. Gucken wir doch mal rein da in diesen Flaschenständer. Da muss wahrscheinlich eine Flasche rein, die wir natürlich noch nicht haben. Für eine besondere blumenverzierte Flasche. Gut, dann gucken wir noch eine Flasche finden. Wir gehen nochmal runter. Kurz die Karte gucken. Also da sind wir überall, habe ich irgendwelche Türen übersehen? Eigentlich nicht, oder?
habe ich gesehen. So, nicht was. Irgendwas haben wir gesehen. Komm, ich bin nicht durch. Sonst fällt die Gittertür. Was meinten wir hier? Wir gehen ins Kaufmannszimmer. Ist nichts anderes, was wir erkennen können, oder? Ein Schubladen hier? Da ist nichts drin. Willkommen, Ethan. Gucken wir mal kurz rein, was er zu kaufen hat. Okay, so viel Geld haben wir nicht. Die Sicherstellung von Waren. Danke für deine Treue. Ja, ja. So, guck noch die Karte. Was anderes finden wir hier aber auch nicht, ne? Okay, also. Gehen wir dadurch. Wenn wir es übersehen haben. Ich glaube eigentlich nicht. Aber wer weiß. Kann ja gut sein, dass da noch irgendwas ist, was ich hier entdeckt habe. Da kommen wir nicht durch. Da liegen zwei Sachen. Da kommen wir auch nicht mehr durch. Wir müssen einen anderen Weg gehen, immer okay. Gehen wir mal zurück. Los. Wie nervig. Eigentlich wie nervig. Okay. Ich kann nicht den Weg hier. Mädchen bei der Ernte, okay. Da brauchen wir nicht versuchen, da kommen wir bestimmt nicht raus. Finde die vier Engel an und du wirst Ernte. Ja. Das ist natürlich eine super Aufgabe, die können wir natürlich noch gar nicht machen. Die wird wahrscheinlich erst später irgendwie erfolgreich gemacht werden können. In der Demo werden wir das wohl nicht schaffen. Ach, guck mal, noch ein bisschen Munition. Hier war auf, genau. Was haben wir übersehen? Bloß was? Was haben wir übersehen? Okay, da brauchen wir weiterlaufen. Gehen wir nochmal eine Etage höher. Verschlossen. Ich so eine Tür nicht aufschießen kann, ne? Wozu habe ich diese Schießeisen denn? Okay. Ich würde sagen, das ist gleich auch vorbei hier von der Zeit her. Natürlich ärgerlich. Was steht da nochmal? Angel in Form eines Auges ist lose in diesen Ring eingebaut. Er liest sich direkt. Ach, okay. Warte mal. Mal so machen, ne? Dumm von mir. Jetzt aber.
Hätte man das gleich mal lesen sollen, wa? Oh. Was ist das denn? Oh. Ist in meiner Haut drin. Das ist ja sauüblich. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich, schlitz dich auf und sieh einfach zu, bis du tot oder lebendig verspeist okay. wirst. Am liebsten tot, wenn du mich verspeist wirst. Wie fühlt sich's an? Scheiße. Ist sie weg? Anscheinend. Wie viel Leben hat sie mir denn weggenommen? Oder hat sie mir überhaupt Leben weggenommen? Ah, ein bisschen, ne? Lass mal was nehmen hier. Versuchst du meinen Appetit anzuregen? Eigentlich nicht. Ja, Mist. Abgestanden. Ich will dich weg. Wie fühlt sich's an? Geschissen. Weglaufen vor ihr vielleicht. Okay, wo sind wir jetzt hier? Da geht's nicht längs. Da. Da kommt Musik her. Aber hier gibt's Weinflaschen. Aber nicht die Weinflasche, die ich brauche. Oder doch? Da kann ich runter. Wir mal da hinkommen. Oh. Okay, sie haut ab. Und sie hat abgeschlossen. Natürlich hat sie abgeschlossen. Kann noch Munition herstellen? Ja. Ist wieder auf die Tür? Ich weiß es nicht. Geht auch hier weiter. Wir können die Tür ja mal testen, ob sie auf ist oder nicht. Nein, ist natürlich nicht auf. Gut, dann müssen wir da mal runtergehen. Habe ich nicht so viel Lust zu. Auch ein bisschen Angst, aber wir probieren es mal. Müssen wir die Dinger anzünden da? Wahrscheinlich, ne? Ah, okay, guck mal. Gar nicht so schwierig. Na, gehst du da wohl hin und zündest es an? Ah, ein leichtes Rätsel. Oh, gut, kann ich endlich mal hinsetzen. Puh, schon die ganze Zeit so ein schwarzes Ding, was ich rausdrücken muss. So. Oh, hier kann man sich waschen. Hat doch alles, was eine WG braucht. Ich glaube, mein Bruder wohnt genauso. Ah, nicht ganz so sauber wie hier. Bei ihm ist es ein bisschen dreckiger. Aber die Toilette kommt hin. Sieht genauso aus bei ihm. Natürlich nicht.
Viel schlimmer. Bestanden, abgelehnt. Okay, jetzt muss ich alle, die gestorben sind, hier irgendwie. Gesunder Appetit und instabil, teils übertrieben aufgeweckt. Okay, hier werden ein paar Experimente gemacht. Okay, ich höre Geräusche. Hat mir natürlich nicht so gefallen. Schießen, aber guck mal, wie viel Munition ich verbraucht habe. Für die drei Spacken. Natürlich blöd, aber egal. Oh, wo ist er? Nein! Ah, schick, verdammt. Okay, brauchen ein bisschen Medizin hier. Okay. Warte mal kurz. Vielleicht kann man ja. Nein. Ich habe ja Glück und ich kann noch irgendwas bauen hier. Munition kann ich nicht bauen, aber ich kann. Das kann ich machen. Nochmal. Da! Ingrid's Halskette, okay. Sehe ich ganz gesund aus. Schrottreste. Alter Schwede. Bin ich hier richtig? Ich glaube fast nicht. Hier waren wir schon, ne? Ja, okay.
Hier waren wir schon. Oh, und das war's. Demo-Spielzeit abgelaufen. Ja, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn ich wieder was spiele. Und ja, wir gucken an. Also es wird auf jeden Fall Let's Play geben zum achten Teil. Und ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.